Leute, diese Person neben mir hat mein Leben zerstört. Ich erzähle euch mal die Geschichte. Sie ist nur am Reden, am Labern, am Nerven. Sie quatscht nur Scheiße und erwartet Sachen von mir. Mann, Schatz, du küsst mich gar nicht. Du küsst mich nicht mal mehr an. Deine Lippen sind schief. Komm mal wieder. Weg mit der Hand, Mann, Alter. Wisch dir deine Hände nach dem Stuhlgang. Das ist doch ekelhaft. Mann, sie nervt. Ich muss irgendwie Schluss machen. Ich stehe auf, Schatz, ich liebe dich, schlafen gehen, Schatz, ich liebe dich, SMS, Schatz, ich liebe dich, Instagram, Schatz, ich liebe dich, unter jedem Foto, nerv mich doch nicht, Mann! Und dann ist sie auch noch sauer, dass ich ihr keine Emojis sende. Sie kriegt kein Herz-Smiley mehr, sie kriegt nur noch einen Mittelfinger von mir, Alter, mehr nicht. Ich blockiere dich morgen, lösche dich, melde dein Profil. Mann, ich schäme mich, mit dir rauszugehen, weil es kommt mir so vor, als ob die Leute mich auslachen und sie draußen sehen und dann denken, Barry, Alter, warum läufst du mit so einem Mädchen rum? Ich muss mit ihr Schluss machen! Kannst du bitte kurz dein Ohr von meiner Schulter wegmachen? Dein Ohr stinkt, Mann. Also. So, du bist guck mal. So eklig zu mir. Ich muss dir eine wichtige Sache sagen, aber ich hoffe, du bist jetzt auch nicht traurig, ne? Weil du merkst ja, ich habe kein Interesse. Ich mach Schluss! Wie kannst du das machen? Und hast du eigentlich schon mal was von deiner Ex gehört? Mann, Alter, über ein Jahr nicht mehr gesehen, Mann. Sie ist übertrieben kackhässig gewesen, Mann. Übertreibt doch nicht, Mann. Was los, Mann, Alter? Das ist deine Ex! Niemals. Und auf einmal sehe ich sie wieder. Ein Jahr ist vergangen und sie sieht so krass aus, Mann. Sie hat zwei Hügel, ein normales Gesicht, ihre Haare sind gekämmt und was ist das für ein Kleid, Mann? Ich liebe sie. Ja, Mann, ich glaube, das ist wirklich meine Ex-Freundin. Bruder, sprech sie mal an, ey, direkt. Ah, die ist immer noch hässlich. Guck mal, wie sie aussieht. Geh mal bitte ganz kurz. Ja, Leute, ich melde mich dann bei euch, ne? Ja, okay, ich sehe noch. Scheiße, was ist mit der passiert? Ich musste sie ansprechen. Ich habe geduscht, aber trotzdem schwitze ich, weil ich glaube, ich bin übertrieben krass verliebt. Ich habe nicht Schmetterlinge im Bauch, sondern ich habe Dinosaurier im Bauch mit Schmetterling-Modus. Weißt du, was ich meine? Hey Mann, ich bin's. Der beste Freund, den du jemals hattest. Wie geht's dir eigentlich? Dir geht's bestimmt gut, ne? Ja, danke. Mir geht's auch gut. Scheiße. Ja, Schatz, ich ruf dich später an, ja? Ich freue mich, Baby, bis später. Aber ich hab dir den ganzen Tag, Mann. Ich lauf dir die ganze Zeit hinterher. Ja. Kannst du mir eine Chance geben? Bitte nur eine Chance. Eine, aber die erst duschen. Dankeschön. Dann, wenn ich sauber bin, dann kann ich wieder dein... Vielleicht. Sogar meine angeblich besten Freunde träumen von ihr. Was sagst du von mir? Ey, Bruder, ab jetzt sind wir jeden Tag... Jeden verdammten Tag! Jeden Tag, okay? Ich kann sie schon riechen. Alter, komm du. Okay. Was macht ihr hier? Sag du. Ihr seid sonst nie hier, Mann. Was wollt ihr? Wir wollten fragen, wie es deiner Freundin geht. Geht's ja gut? Geht's gut? Ich liebe sie, Mann. Oh, ihre Brüste sind so geil. So. Und das ist Barry. Er ist noch geiler. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich find scheiße von dir. Kannst du dich bitte das nächste Mal ein bisschen anders anziehen? Ich find's kacke. Zieh dich nicht so an! Willst du mich verarschen? Erst bin ich dir zu hässlich und jetzt bin ich dir zu geil, oder was? Tu, was ich dir sage, okay? Mach es einfach! Ich verstehe mich nicht, Alter. Ich bin ein Vollidiot. Erstmal war sie hässlich und auf einmal sieht sie geil aus, Alter. Schatz, zieh dir was an, Mann! Mach was über die Brüste! Okay, ich bin, mein Name ist Ben und Barrys Freund ist einfach wirklich... Atemberaubend. Das Ding ist einfach, ich hab auch eine Freundin und ich finde sie einfach jetzt seitdem scheiße. Also ich fand ja vorher Barry süß, ne? Aber seine Freundin ist schon echt Brüste. Echt nett. Also sie hat einen richtig guten Brüste-Charakter, ne? Also die würde ich nicht von der Brüste stoßen. Bettkante stoßen. Erst war ich ihm zu hässlich und jetzt bin ich ihm zu geil. Nur weil Männer immer gleich aussehen. Was soll der Scheiß, Alter? Was ist eigentlich los mit uns Männern? Entweder ist unsere Freundin zu hässlich und dann doch zu hübsch. Nein, man, Real Talk, Leute. Die inneren Werte zählen. Das ist das Wichtigste. Aber übertreib deine Rolle nicht. Zieh nicht sowas Krasses an, Mann. Was ist los mit dir? Leute, das war's mit diesem Video. Erstmal danke an Cherry, dass du am Start warst. Super, super gerne. Also, falls ihr Bock habt, dass sie öfter dabei sein soll, schreibt's einfach in die Kommentare rein. Und eine ganz, ganz wichtige Sache ist, Leute, Deutschlandtour, bald ist es soweit, nicht mehr lange. Und dann werden wir eine Live-Show auf die Bühne bringen. Es wird cool werden. Alle Links sind in der Beschreibung drin. Und folgt ihr auf Instagram, natürlich Ben auch und Netz auch. Und checkt natürlich auch deren YouTube-Kanäle ab. Peasy und haut die rein.